Willkommen zurück zu Miitopia! Wie ihr sehen könnt, haben wir die größte Schwester von allen gerettet. Doch, jetzt müssen wir tatsächlich noch die kleinste retten. Ja, und wir gehen natürlich erstmal hier lang, denn hier gibt es einen kleinen goldenen Ploing, den ich gerne erstmal besiegen möchte. Oh Gott, es gibt neue Gegner. Eulchen. Okay, sind die genauso wie der Boss? Er hat nämlich... Oh, alle helfen mit! Alle haben mitgeholfen. Der letzte Boss aus der letzten Folge, Spoiler, das war eine Eule, so wie die hier. Und ja, die haben wir mit Bravour gemeistert. War natürlich nicht einfach, aber bei unserem Skill war es easy. Bam, schön. Und nun sind wir auf dem Weg, Komma AD zu verfolgen. Das Gesicht von Soldo geklaut. Klang der Natur gelernt, bringe verwirrte Freunde mit der Pfeife zurück in den Kampf. Okay. Und du noch mal. Schön. Herr Mike! Guten Tag, ich habe Post für Sie. Ich, doch, Herr Mike, richtig? Brief halten. Haben wir meine Arbeit getan. Tschüss. Lieber Mike, nur wer gut gestärkt ist, kann gute Arbeit leisten. Merkt ihr das? Dein Cobra. Tja, so kennt man König Cobra. Okay. Okay. Eine Truhe. Spielscheine. Cool. Und das hier. Bam. Ja, was heißt hier? Schlafen, wir machen weiter. Nur weil ich das alles an einem Stück aufnehme, heißt das nicht, dass wir gleich aufhören. Was wollt ihr beiden Süßen denn? Ah, ihr wollt Muskeln stärken. Warum passt das? Warum passt das? Ich habe keine Ahnung, aber es passt. So, ihr wollt noch ein bisschen anfreunden. Ja, könnt ihr ganz kurz machen, aber dann wieder zurück, denn ich würde mich noch ein bisschen mehr mit Sailor Moon rum befreunden. Was tatsächlich auch ein guter Grund ist, um ein paar Ausflüge zu machen. Was sagt ihr beide? Ja? Gut, dann machen wir ein paar Ausflüge. Und ich glaube, die skippe ich alle durch. Ja, die kennen wir alle schon. So. Ich habe dir jetzt zwei Tickets oder so gegeben, nur. Wie ihr sehen könnt, sind wir beide Level 11 miteinander. Die beiden sind ein bisschen zu hoch, wie ich finde, deshalb müssen wir das eigentlich auch nochmal ändern. Sind alle noch gar nicht mit Bunny. Das ändern wir, komm. Ich würde gerne nochmal ein bisschen mit GF und dann kann das so bleiben. Ja. Genau, so können wir das machen. Geld ausgeben. Will noch jemand was haben? Den willst du schon die ganze Zeit haben. Und du willst eine Bombe, ne? Ja, der will die Bombe. Ne, ich gebe ihm jetzt das hier, weil ich will ja das schon seit längerem haben. Und dann machen wir das endlich mal. Du, was hast denn vorher? Ja, warum nicht? Können wir machen. Warum nicht? Warum denn auch nicht? Ja, und mehr Geld habe ich nicht. Müssen wir sparen für die Bombe. Bomben. Müssen wir sparen. 5 verschiedene Blätter. Waffen von der Blume. Cool. So, und jetzt können wir zum Golden Ploing. Und danach... Ja, müssen wir die beiden anderen Zusatzwege machen, denn da sind ein paar Gesichter, die wir retten müssen. Ist in Ordnung? So, bam. Nom 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 nom. Aua, bam. Und das war schon. Wir sind stärker geworden. Das freut mich. Wie das Gesicht von Bubbles. Und nun können wir hier lang. Aber hier gehen wir dann später lang. Denn einmal haben wir hier was und da drüben noch was. Und das müssen wir machen für die Gesichter. Ich glaube hier, das ist so ein ganz einzelnes Level, so wie da ganz rechts, was wir freigeschaltet haben. Wo einfach nur das Gesicht versteckt ist. Vermutlich. Moment, das könnte aber auch heißen, dass hier Zwischenbosse sind. Oh oh. Sollten aufpassen. Und uns schon mal bereit machen für einen Bosskampf. Egal wie groß oder klein er sein mag, wir werden ihn zerstören. Der dunkle Fässersenzeiser, aufgelauert. Tja, so kennt man ihn. Wir sollten wirklich besser aufpassen.
Habe ich als Beschützerin des Dorfes versagt? Nee. Das ist lieb von dir, danke. Muss ja nicht immer deine Schuld sein. Guck mal, sie war uns einfach einen Schritt voraus. So sieht's aus. Ja. Konnte man nichts machen. Also einfach alles schon vorher geplant. Dass er da einfach hinter dem Tor wartet, bis ihm aufgemacht wird. Oh, neue Technik. Panzerung. Er versteckt sich da einfach in dem Kostüm. Alles in Ordnung, Bunny. Ich bin immer für dich da. Ich bin dein White Knight. Oder so. Oh, was soll das? Ah! Was soll denn das? Ah! Hey ja! Da ist er weg. So. Zwei Level-Ups direkt. Schön. Jetzt sind wir alle Level 9 außer Bunny. Glaube ich. Wieder zwei Wege. Das heißt, ich darf dieses Level gleich nochmal machen. Toll. Zumindest ein bisschen Geld. Er schnurrt hier. Ja, hier ist das Ende. Ja, es ist nur ganz am Ende des Levels so zwei Wege. Ah, warum mache ich 100%? Warum wollte ich das machen? Ah, okay. Das fährt mir was von mir. Machen wir das ganz kurz hier. Oh, nein, 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 nicht an der Frisur ändern. Nein, 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 nein. Nein, das sieht nicht gut aus. Der Bull hat was. Ne, die Farben passen nicht. Farben sind nicht gut. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte das so haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Obwohl, warte, bevor wir uns wiedersehen. Gab es hier noch ein Level? Tatsache, das geht hier noch mal weiter runter. Okay, dann muss aber hier das Gesicht sein. Ich habe keine großen Erwartungen hier. Eine Kiste mit einem einzigen MP-Bonbon. Und das war's. Entweder 600 Gold oder ein einziges MP-Bonbon. Ja, ich glaube, die Entscheidung ist ja offensichtlich. Das Gold ist wichtiger, Leute. Das Gold ist wichtiger. Mit denen könnt ihr sogar Bonbons holen. Oder Bananen. Falls ihr da ganz wenig davon habt. Was? Bunny, du wirst müde. So müde. What? Das war nur ein Traum. Ach Gott, ich habe mir gerade so gedacht, hä? Das war gerade creepy irgendwie. Ja, okay. So, zack. So, wir können wieder was gönnen. Bombe! Ich möchte die Bombe aber tatsächlich nicht ausrüsten. Auch wenn sie cool ist, weil es ist einfach eine Bombe. Möchte ich sie nicht nehmen, weil ich will den Teddy. Nein, ich bleib beim Teddy. Der Teddy ist super. Das ist super, der Teddy. Den will ich nicht aufgeben. Komm, mach mal weiter. Ich habe wirklich Angst, dass wir in dieser Folge nicht so viel schaffen. Fünf verschiedene Waffen, fünf Panzer. Cool. Ja, ich möchte gerne in dieser Folge sehr vieles erreichen. Unter anderem diesen Boss hier killen. Und dann da drüben den Boss killen. Und dann können wir nach oben lang, wo der Ploing war. Das sind die größten Zumbaten, die ich je gesehen habe. Oh, da sind wir geschrumpft? Ja, genau. Na, ihr Winzlinge. Ach, gut, dass ich nur geträumt habe. Nicht, was sich so ein großer Panzer überfährt. Natürlich sind hier noch Gegner. Kannst du mir jetzt aber nicht sagen, dass es hier noch... Ja, okay. Kannst du aber nicht sagen, dass es nach diesem Level nochmal weitergeht, irgendein anderes Level. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh nein, der Pogel tanzt. Nein. Endet sein Leben. Oh oh. Nein, wir sind alle wütend. Vorsicht. Yay. Bam. Guck mal, das war voll gut. Oh, schön, nochmal. Oh, cool. Ja, gut gemacht. Perfekt, wunderschön. Ah. Bam, 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 bam. Das ist eigentlich keine schlechte, kein schlechter Status-Effekt. Der hat mir gerade ziemlich geholfen im Kampf. Ein einziger Marshmallow. Ja, natürlich. Und hier ist der Boss.
Gleich drei? Hey. Hallo. Oha. Moment, was? Drei Tomaten aufeinander gestapelt? Tomatenteam. Wenn das nicht dumm ist. Na egal, diesen kleinen Zwischenboss, den machen wir fertig. Bam. 6 Damage. Ehrlich, Bunny, 6 Damage. Wie geht's? Oh nein, 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 nein. Oh, dir geht's gut? Okay. Bunny geht's aber nicht gut. Die soll dich heilen, statt anzugreifen. Bam. Bam. Ja. Ich will mal ganz kurz gucken, wie viel Na, der hat noch voll viel Leben. Ich heile. Ja. Und neue Technik, süßer Blumenduft. Blumenduft. Wow. Yay. La 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 la. Yay. Hä? Okay, ich kann gerade nicht mehr vorspulen. Komischer Bug. Nice. Aua, 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 aua. Ganz ruhig, mein Freund, ganz ruhig. Bam. Nochmal hier Heilung. Noch eine Heilung für dich, Girlfriend. Yay. Ihr Blick so, wow. Gut geheilt. Mm, yum, lecker. Igitt. Ah, ich mach kurz meine Augen zu. Nein, nein, nein. Ach, wie die küssen. Yum. Nein, nein, Bunny. Du legst dich nicht hin, du kämpfst mit. Bam. Ich kann nicht mehr so viel Leben haben. Ach komm, auf da! Mit den dummen Blicken! Du musst dich ablenken lassen. Oh. Aua, aua. Wie geht's? Ja, nice, nice, nice. Bam! Und tschüss! Oh, Fische Bubbles. Da haben wir sie gerettet, die kleinen Fans. Yeah. Feenjuwel A erhalten. Ach, das zeigt sowieso, dass wir jeden einzelnen Zwischenboss hier machen müssen, weil wir brauchen alle Juwelen. Für was? Weiß zwar noch nicht, aber was ich weiß, dass wir 850 Leute gerettet haben und damit bekommt ihr statt 220, dass wir 240 AP verstreuen. Und bei 900 kriegst du das noch viel cooleres. Ich hoffe, dass wir bei 1000 irgendwas sehr, sehr cooles bekommen. Das würde sich tatsächlich dann lohnen. Ja, nicht schlafen hier. Wir müssen weitermachen. Die Folge ist noch lange nicht zu Ende, Freunde. Schädelpiekser. Ich piekse dir gerne in den Schädel. Na, ja, mir egal. Wenn du den haben willst, dann willst du den haben. Das ist eigentlich ziemlich geil. Komm, weitermachen. Kein Bock auf Faulenzen. Wir machen weiter. Und Bunny braucht immer noch Erfahrungspunkte. Das fünf verschiedene Pixar-Waffe der Unholde. Cool. Ja, ein Gesicht, zwei Gesichter und drei Gesichter. Richtig. Aber es sind noch lange nicht alle. Wir können nämlich nun hier unten noch dieses eine Level hier machen. Warte, ist hier irgendwo ein Tor? Ne, man sieht es auch gar nicht. Na. Wie weit sind wir? Ah, wir sind schon fast hier, okay. Ja, machen wir das Level hier und dann kommen wir wahrscheinlich oben wieder raus. Das ist eine Abkürzung. Oder ist das hier direkt das Level mit dem Boss? Und nur links war da halt noch ein bisschen länger, weil Bock. Ah, der Duft des Waldes. Die Luft ist so frisch hier. Ich sollte einen tiefen Zug davon nehmen. Einatmen. Oh, Insekten in die Nase. Oh, das muss sich ja unangenehm anfühlen, so richtig. Aus dem Weg hier, ihr Noobs. Trottel, bam. Ey, was soll das hier? Nicht einfach meine Teamkollegen hier angreifen, meine besten Freunde. Ich bin noch im Leben, Hilfe! Oh, so, das war nur, okay. Ja, okay, hier auch nur. Okay.
Bam. Bam. Und den letzten mache ich. Hä? Bam. Nice, nice. Wie das wohl für die beiden Mikes so ist, um den ganzen Mädchen rum zu sein. Ach ne, schon wieder Gesichter sammeln? Schon wieder? Naja, ich verfolge den dunklen Fürsten schon seit einer ganzen Weile, so schon seit ein paar Wochen. Oh, dann hast du ja sicher jede Menge Kampferfahrung. Hey, schön, wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Ja, du bist auch eine große Hilfe tatsächlich, du machst einen ganz netten Damage kostenlos. Den nehme ich mit. Oh, okay, kein Bonus-Level. Hier ist das Gesicht von Amogus. Oh nein, bitte schenk nicht dein Booty. Oh nein, ein Crewmate-Schleim. Das sieht so dumm aus. Das sieht so dumm, das sieht so unfassbar Blödsinn aus. Verdammt. Ganz ruhig. Bam. Aua. Hier ist kein so schwerer Boss. Da fand ich den Dreierturm mit den Tomaten schwieriger. Hier entlang. Neue Technik. Eskorte. Oh. Ich dachte, es ist genau andersrum, dass die Prinzessin jemanden mitnimmt. Aber nein, die anderen wollen die Prinzessin irgendwo mitnehmen. Ah, auch cool, auch cool. Reitangriff. Wir haben fast die Hälfte weg. Bam. 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 Jetzt ich nochmal hier. Werft es weg. Bam. Immer schon rauf da. Du machst nur 6 Damage, Bunny. Hihi. Bam. Sollte heilen, wenn ich wieder dran bin. Nevermind. Dankeschön. Ja, sie ist wirklich eine große Hilfe. Sie ist wirklich eine sehr große Hilfe. Ein Imposter-Schleim, es ist kein Crewmate-Schleim mehr. Oh nein, 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 nein. Was passiert? Er schläft. Der Schleim. Oder wie sah das jetzt aus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er fast down. Und den kriegen wir jetzt auch down. Let's go! Amogus dankt. Yay. Ach, das war viel einfacher, Boss. Und Level 8 für Bunny. Bonus-Erfahrung kriegt natürlich Bunny. Das ist aber wenig. Und ein Fehljuwel B erhalten. Wie viel brauchen wir davon? 3, 4? Keine Ahnung. Aber wir kriegen schön viel mehr von den Dingern. Nix? Okay. Dann machen wir direkt weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit in der Folge. Wir können noch einiges erreichen. Blopp. Jetzt haben wir schon 4 Gesichter gerettet. Ich packe aber alle gleichzeitig rein, wenn ich alle Gesichter habe. Genau. Ja, und jetzt können wir hier lang. Hier müssen wir auch lang. Es gibt nichts mehr zu tun. Auf zu Tingle. Der möchte bestimmt wieder ein Quiz mit uns machen. Ja, warum nicht? Ja, hoffentlich geht alles gut aus. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Sollten nicht fehlen im Garten. Ich esse am liebsten die harten. Und ich mag lieber die zarten. Deine Tomatenlieder sind die echt besten. Ich glaube, nichts kann mir je den Spaß an Tomaten verderben. Ja, das ist mir wohl aufgefallen. Toll. Freut mich. Und nein, ganz viele Löwenzahn. Weg mit euch. Lass uns tanzen. Mein Lederanzug. Oh, ouch. Bam. Dieses Gesicht sah cool aus. Boom, boom. I'm dead. It's dead. And that's very nice. Ich habe das Gefühl, wir kommen dem Ende dieses Gebiets näher. Sehr. Sehr viel näher.
frag mich, wie es dann weitergeht. Können wir nicht sagen, dass wir nochmal unsere Freunde verlieren und nochmal 3 weitere Begleiter bekommen und nochmal neue Klassen? Also, das können wir doch nicht erzählen, dass das nochmal passiert. Dass ein zweites Mal passiert ist, ist es passiert, aber komm, ein drittes Mal den gleichen Plot-Twist. Also, das ist ja dann das gleiche Niveau wie Super Mario Bros. Story. Peach wird entführt, rette sie. Ach, ihr blöden Pogel. Könnt euren Po woanders zeigen. Haut ab. Blöden fucking Vogel. Bam. Beide down. Vom Po geklappst und dann tut das weh. Keine Ahnung. Und wir sind sie weg. Und das ist das, was zählt. Blum blum. Yeah. Auch hier nur ja. Schade. Oh, du willst was Neues? Pünktchenkleid. Okay, ey. Okay, ey, okay. Bum, 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 bum. Ui. Na, hübsche, hast einen Freund? Das habe ich jetzt aber nicht laut gesagt, oder? Das kannst du aber gerne tragen. Ja, und wir haben ganz viel Essen bekommen. Tomatennudeln, Sternchen, kräftige Tomatensauce und Hartkäse umhüllen, zarte Pasta-Nudeln. Und Hühnchencurry-Sternchen, frisches Naanbrot, passt perfekt zu den zarten Hühnchenstücken. Naanbrot. Nein, nicht so schön. Die Tomaten kann ich nicht essen. Dann isst du die. Schon lecker. Schön. Du musst alle probieren. Nicht so nice. Was sagst du? Nein, das hat sie schon probiert. Ach, Mist, egal. Egal, egal. Waldnüsse. Nicht so. Und was sagst du? Überhaupt nicht. Und was sagst du? Überhaupt nicht. Ach, dann lassen wir es sein. Dann wird das mir zu blöd, wenn ihr alle mein Essen nicht genießt. 5 Kleider. Ja, 5 Kleider für die Prinzessin. Auf zu Tingle. Machen wir noch ein Quiz, bevor wir beenden. Das höre ich doch immer gern. Goomba! Kennt jemand eine Silhouette? Das spielen wir jetzt. Okay, let's go. Es gibt da Fragen. Von wann? Frage 1. Wer ist das? Maike. Yay. Frage 2. Wer ist das? Ich. Ich stehe rum wie eine Ballerina. Weird. Frage 3. Immer noch, Maike. Richtig. Na, das war mal wieder ein einfaches Quiz. Glückwunsch, Kulumba! 5 Bonbons. Bye, bye. Mein Sitz, Dingel. Oh. Was ist das denn hier? Das schauen wir uns in der nächsten Folge an.